Hallo, ich zeige Ihnen fünf Übungen aus dem Angelika Facebombing, um Ihnen damit Lust zu machen. Sie können das zu Hause, während Sie Zuschauern ausprobieren, im Sitzen. Denn auch im Sitzen können Sie eine gute Haltung einnehmen. Und die Haltung ist das A und O für jugendliches Aussehen. Ich mache es mal vor. Ich kann so sitzen, wie sehr, sehr viele auch Junge das machen, und in meinem Alter sieht es dann so aus. Oder ich kann so sitzen, dann habe ich die Falten halt hinten. Oder ich kann aufrecht sitzen. Wichtig ist, Füße hüftweit auseinander in einem hauchzarten V. Wenn Sie von oben nach unten schauen, stehen Ihre Füße ungefähr so. Die Knie exakt über den Fersen, ganz wenig vorne am Stuhlrand sitzen, ganz wenig Sitzfläche von Ihrem Körper auf der Unterlage. Dann Sitzhöcker, das sind die beiden Knochen, auf denen wir im Idealfall sitzen. Schön lang machen in der Vorstellung und ein bisschen zusammenziehen. Ich denke, Sie haben es gesehen, es hat auch mich noch aufgerichtet. Hände so auf die Oberschenkel legen, dass die Handrücken nach oben schauen. Oberarmmuskeln unendlich lang machen und hier die Oberarmmuskeln zart ausdrehen. Es ist ein Ausrichten von innen aus der Knochenintelligenz, also keine große Bewegung, sondern wirklich einfach nur Knochen ausdrehen. Das Kinn steht im rechten Winkel zum Hals. Dann ganz einfach und erfrischend rechnen Sie mit den Händen von hinten nach oben, von vorne nach hinten, von den Seiten nach oben. Sie können die Hände auch in den Haaren halten und ganz zart am Skalp ziehen, Richtung Kronenpunkt. Das ist so ein bisschen hinter dem Scheitel, der Punkt. Er beginnt sofort zu kribbeln, wenn Sie sich mal Ihrer Kopfhaut widmen. Das können Sie machen, so oft Sie wollen und so lang Sie wollen. Dann als nächstes Knochen ausdehnen. Sie können eine Hand oben an die Stirn legen, die andere unten ans Kinn und dann einfach in der Vorstellung die Schädelknochen öffnen. Sie können sich auch vorstellen, dass Sie im Kopf drin einen Ballon aufblasen. Dann hier können Sie entweder die Hände so oder so, völlig egal, und seitlich ausdehnen. Damit es was zu sehen gibt, mache ich es auch diagonal. Von da nach da atmen und ausdehnen. Ideal ist, wenn der Mund leicht offen steht, dann können Sie spüren, wie sich die Kiefergelenke bewegen. Das nächste ist Zug gegen Zug. Die Ganglinika-Methode arbeitet aus den Knochen. Zuerst werden die Knochen so ausgerichtet, dass alle Muskeln am Körper einen Grundzug haben. Und ich meine wirklich 100% Muskeln. Das Prinzip funktioniert auch im Gesicht. Sie stellen sich vor, dass Sie Nase, Lippen nach vorne denken und den Hinterkopf nach hinten. Das gibt dann so eine Ausdehnung. Am besten kann man es bei mir bei den Ohren sehen. Es zieht die richtig hoch. Und damit Sie diese Idee von Zug nach vorne besser sehen können, halte ich je einen Finger neben den Mund. Das hilft gegen Doppelkinn, Nasolabialfalten, strafft diese Partie. Brauchen wir noch etwas für die Augen? Meine Lieblingsübungen gehen so. Finger auf die Brauen und dann hebe ich den Brauenheber. Also ich mache nichts mit den Fingern, die liegen einfach auf. Ich spiele mit dem Brauenheber, der genau unter den Fingern liegt.
Dann, Sie können es sehen, eine meiner Herausforderungen ist die Stelle, und statt Botox mache ich dann einfach zwischendurch gerne auf dem Computer, wenn ich konzentriert denke, mache ich mit drei Fingern so die auseinander und der in der Mitte geht nach oben. Ganz simpel, schaut viel komplizierter aus, als es ist. Und schließlich die Augenlider selber, heißt meine Lieblingsübung kleine Wimpertarzan. Ich hoffe, Sie können sehen. Ich schließe die Augen und stelle mir vor, dass ich am Oberlid und am Unterlid zuerst jede Wimper einzeln vom Auge wegziehe. Und dann mache ich so einen kleinen Boxkampf. Ich stelle mir vor, dass die obere Wimperreihe mit der unteren Wimperreihe Kraftboxen macht. Also. Sieht ganz schön bescheuert aus, gell? Das war der Zug. Ich hoffe, Sie können sehen, dass es da wirklich den ganzen Ringmuskel öffnet. Und das Boxen Oberwimper gegen Unterwimper sieht ungefähr so aus. Rechts, links, rechts, links. Ausprobieren. Sie werden sich erfrischt und erholt spüren, schon nach diesem kleinen Mini-Workout. Für mehr, es gibt ein neues Buch, das heißt Faceforming mit Tiger Feeling. Natürlich von Benita Gambini. Viel Spaß!